Kontrolle, Macht, Liebe. Das sind die zentralen Themen von Romy Hausmanns Thriller-Debüt Liebes Kind. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nochmal aus dem Urlaub. Ich habe ein weiteres Buch ausgelesen und ich befinde mich wieder hier am Strand. Diesmal ungefähr vielleicht 400 Meter von der Stelle vom letzten Mal entfernt. Hier hinter mir liegt jetzt ein Hafen und da geht gerade wieder die Sonne auf. Es ist einfach wunderschön hier zu filmen, finde ich. Es macht super Spaß, wenn es einfach noch so leer ist. Das Meer einfach so spiegelglatt ist. Keine Menschenseele. Okay, da hinten schwimmt eine Person. Die Segelschiffe da hinten, die schlafen alle gefühlt noch. Ich liebe die Morgenstunden. Ich liebe die Morgenstunden eigentlich viel mehr als die Abendstunden. Das muss ich ganz ehrlich sagen hier im Urlaub. Das ist, kann man wirklich sagen. Naja, wie auch immer, ich habe genug gelabert. Jetzt geht's erstmal los mit dem Video. In dem Buch Liebes Kind, was übrigens kein eigenes zusammengeschriebenes Wort ist, wie ich zunächst gedacht habe, also ein Liebeskind, was auch immer ein Liebeskind ist, sondern ein Liebeskind, wie ein schnelles Kind oder ein lautes Kind. So, nicht, dass es hier jetzt irgendwelche Missverständnisse gibt, die es möglicherweise in meinem Fall gegeben hat. Wie auch immer, in diesem Buch geht es um eine Familie, die in einer einsamen Hütte, komplett abgeschottet von der Gesellschaft, im Wald lebt und nur der Vater hat die komplette Kontrolle über den Rest der Familie. Er sperrt die anderen förmlich ein, vergittert die Fenster, also verdichtet die Fenster sogar, sperrt die Tür ab, verrammelt alles. Und da fällt ein Satz, der auch auf dem Klappentext hinten draufsteht, der mir dieses Buch ziemlich schmackhaft gemacht hat. Und der lautet, er macht den Tag und er macht die Nacht. Wie Gott. Und dieser Satz, der macht auch alleine schon super Gänsehaut, finde ich. Dieser Vergleich wie Gott. Und der zieht sich einfach immer weiter, auch durch dieses Buch, dieser Vergleich zwischen diesem Vater und Gott sozusagen, diese Macht, die der sich herausnimmt und auch anwendet. Und das macht einfach eine super beklemmende, düstere Grundatmosphäre, die ich super spannend finde. Ich finde, dieses Buch hat ja einen sehr ungewöhnlichen Anfang und auch eine sehr ungewöhnliche fortlaufende Struktur, denn am Anfang passiert direkt etwas, womit man absolut nicht gerechnet hätte, was man erwartet hätte, dass am Ende passiert. Ich sag's einfach mal vorweg. Die Mutter und eins der Kinder flieht aus der Hütte. Und dann denkst du dir, what? Das hätte ich jetzt gedacht, dass vielleicht am Ende passiert so. Warum passiert das direkt am Anfang? Was soll denn jetzt noch passieren? So, das finde ich eigentlich interessant gemacht. Und auch die fortlaufende Struktur der Geschichte ist nicht mehr linear, nicht mehr chronologisch, aber auf keinen Fall irgendwie verwirrend oder so. Es ist total gut gemacht, so dass man einfach wenig weiß am Anfang, hin und wieder mal denkt, ja okay, jetzt weiß ich, wie es weitergeht, aber vielleicht auch doch nicht und dann passiert das und das und das ist insgesamt sehr, sehr interessant gemacht und noch dazu kommt, finde ich, dass hier zwei verschiedene Schicksale sind, die wir quasi parallel beobachten und wo wir bei beiden uns eine gute Auflösung wünschen, aber das ein bisschen widersprüchlich, finde ich, ist. Wir haben hier zudem noch einen sehr interessanten Charakter, eine sehr interessante Figur, nämlich das eine Kind der Familie, nämlich Hannah. Und sie ist deshalb so interessant, weil sie so anders ist als andere Kinder. Sie weist sehr, sehr oft sehr penetrant auf Fehler anderer hin, weist sehr, sehr penetrant und oft auf Regeln hin, hält sich auch unglaublich strikt und stark an Regeln, die ihr gesagt werden. Man könnte schon meinen, sie ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr wohlerzogen. Aber eigentlich will ich dieses Wort nicht in den Mund nehmen, weil für das, wie sie sich verhält, ist wohlerzogen viel zu harmlos. So, sie ist schon sehr gruselig, übertrieben wohlerzogen. Und das alleine finde ich super interessant, zumal ja eigentlich Kindercharaktere meines Erachtens immer schon sehr interessant sind und dann noch mit diesen Verhaltensweisen. Da fragt man sich halt immer direkt, wo kommt das her? Was ist das für eine Familie? Was sind das für Verhältnisse, wo die lebt, dass die so krass regelpenetrant ist? Und das finde ich super interessant. Vorhin ja schon kurz angedeutet, haben wir hier insgesamt einfach eine sehr bedrohliche Grundatmosphäre, weil dieses Buch einen gewissen Punkt genau richtig macht. Denn ich sage immer, Grusel ist das, was man nicht sieht. Und hier wird es nicht wirklich gruselig, also nicht in dem Sinne, aber diese beklemmende Grundatmosphäre wird genau dadurch aufgebaut, dass es unkonventionell erzählt ist, die Geschichte, finde ich. Und dass gewisse Dinge, von denen man erwarten würde, dass sie viel vorkommen müssten,
so gut wie gar nicht vorkommen. Und das finde ich, das hat mir sehr, sehr gefallen. Wir haben natürlich auch außer Hanna noch sehr viele interessante Charaktere. Ich finde generell alle Charaktere eigentlich interessant und gut erzählt. Man nimmt eigentlich allen Charakteren die Handlungen und Taten ab. Man hat es ja häufig in Büchern, dass die Figuren Dinge tun, wo man denkt, oh, really, das ist jetzt aber nicht besonders realistisch. Das ist hier nicht der Fall. Ich finde alle Taten von allen Figuren wirklich nachvollziehbar und interessant. Zum Ende tue ich mir unglaublich schwer, was zu sagen, weil wenn ich das, was ich so gut am Ende fand, auch nur andeuten würde, habe ich schon das Gefühl, ich würde ein bisschen spoilern oder euch zu sehr zum Nachdenken anregen und dieses Nachdenken könnte euch schon auf das Rätselslösung sozusagen bringen. Aber ich sage mal so viel, ich habe beim Ende Tränen vergossen. Abschließend kann ich sagen, dieses Buch ist wirklich unglaublich spannend. Ich habe es wirklich innerhalb von 2 Tagen durchgelesen. Ich glaube, den Großteil sogar an einem Tag. Und es schafft es einfach am Ende, wenn man 2 Schicksale hat, wo man eigentlich entweder instinktiv, intuitiv oder moralisch richtig antworten könnte, da schafft es dieses Buch einfach beides zu tun. Und das finde ich unglaublich genial. Dieses Buch ist einfach eine sehr interessante Geschichte über die grundlegenden menschlichen Triebe und über Menschlichkeit sowie über Unmenschlichkeit.